Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es um insgesamt 5 Paragon-Kisten, die wir öffnen möchten. Und ja, ich hoffe, dass da diesmal mein Toy rauskommt und vielleicht sogar so ein kleines Pet, was ich auch noch brauche. Die befinden oder müssten sich befinden hier einmal in den Vorräten der unvergänglichen Armee. Wir haben aber auch noch ein paar andere Kisten. Eventuell kriegen wir da noch so ein paar Pets raus, die kann man vielleicht im Auktionshaus verkaufen für die, für das ein oder andere Goldstück. Und ihr seht, wir haben nur 4 Kisten, aber wir haben selbstverständlich natürlich hier wieder ein bisschen was vorbereitet. Es wird jetzt höchste Zeit, dass ich die Aufnahme mache, weil ich schon am Overcappen wieder bin, wie ihr seht. Ich bin ja immer schon am Anima-Farmen und da fällt der ein oder andere Rufpunkt ab. Ich würde sagen, wir legen los und fangen hier einmal an mit der Kiste des Hofs der Ernter. Und was haben wir da drin? Ein bisschen Gold, ein bisschen Rubine und ein Haufen von den Sündensteinfragmenten. Da kann man sich, glaube ich, auch ein Pet von kaufen. Beziehungsweise mittlerweile habe ich da ziemlich viele noch rumliegen. Heißt, wir könnten vielleicht mal ein paar Pets kaufen, die ins Auktionshaus hauen, nur ein bisschen Gold machen. Dann haben wir die Vorräte der unvergänglichen Armee. Da war nur Gold drin. Willst du mich verarschen? Wieder nix. Okay, da kann ich nämlich noch 2 Items rausziehen. Dann haben wir die Vorräte der wilden Jagd. Da war auch nur Gold drin. Okay. Dann haben wir die Vorräte der aufgestiegenen. Ah, da haben wir so ein Larion-Pet, das können wir im Auktionshaus verscherbeln. Achso, die Pets habe ich gerade auf dem Twink, aber das dürfte wahrscheinlich nur ein paar tausend Gold wert sein. Ich schätze mal so, vielleicht 3.000, 4.000 noch, ne? Mittlerweile gehen die ja leider runter. Was sagt der? Naja, 3.000 Marktwert, 2.902 Gold, also mit 3.000 war ich relativ nah dran. So, ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch eine Kiste der unvergänglichen Armee, machen die noch auf und drückt mir die Daumen, dass da mein Toy drin ist. Ach, einfach nur wieder Gold. Ich hasse dich. Warum gibst du mir das Toy nicht? Es will halt einfach nicht, ne? Schade. Ja gut, sollte an der Stelle leider nicht sein. Wir haben jetzt nur ein Pet gekriegt und das war leider auch das Falsche. Da kann man noch ein bisschen Gold draus machen und ein paar tausend Gold haben wir auch gekriegt, ne? Es sind immer so 3.500 im Schnitt drin, also ein bisschen Gold ist es, aber leider nicht mein Toy. Und ja, ich würde sagen, ich mache wieder ein paar World Quests und sobald ich wieder genug Ruf habe, um wieder 5 Kisten aufzumachen, sehen wir uns wieder. Bis dahin, euer Tela, ciao.